Hi. Hi. Darf ich dich fragen, wie viele Geschlechter es gibt? Zwei biologische. Zwei, also Mann und Frau. Mann und Frau. Ganz einfach, ne? Okay. Oh, nee, es gibt viele, verschiedene. Okay. Ja, es gibt, also schwul. Ist ja kein Geschlecht, ist eine sexuelle Ausrichtung. Achso, okay, es gibt Mann und Frau, ja. Okay. Vier. Das wären? Zum Beispiel hetero, also du meinst jetzt Männer, also du meinst jetzt... Geschlechter, so. Ja, ja, genau, nicht sexuelle Ausrichtung. Transsexuell, wenn ich sagen darf, so. Ja, klar. Ja, halt normal Männer, Frauen und, drei eigentlich. Drei, okay. Stimmt das nicht? Oder wie viele gibt's? Meiner Meinung nach sind es zwei, Männer und Frauen. Über das dritte könnte man dann streiten, ob man das in Anführungszeichen anerkennen möchte oder nicht. Ja, ich habe mich schon nie damit auseinandergesetzt. Deswegen, ja, man hört gut. Das halt immer, deswegen denkt man halt drei. Aber wenn du sagst zwei, dann weiß ich jetzt auch bestimmt. Okay. Vier, fünf. Unendlich. Unendlich, das ist aber mehr viel. Als wir das denken. Ist aber viel. Mehr als wir denken. Können Männer Kinder kriegen? Kommt drauf an. Wenn sie trans sind, definitiv. Hallo, willkommen auf Salas Fist, dem Beobachter des globalen Wandels. Wir sind heute auf dem Christopher Street Day in Köln unterwegs, um herauszufinden, wie viele Geschlechter es gibt, ob Männer Kinder kriegen können und ob Männer die Mutterrolle und Frauen die Vaterrolle übernehmen können. Dies ist ein Folgevideo aus der letzten Woche in Wuppertal. Schaut also gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir werden es am Ende dieses Videos verlinken. Also viel Spaß bei diesem Video, es wird wahrscheinlich verstörend. Darf ich Sie mal fragen, wie viele Geschlechter es gibt? Inzwischen glaube ich ziemlich viele. Und Ihrer Meinung nach? Naja, keine Ahnung. Ich meine, es gibt die Biologie, die ist ja auch nicht immer so hundertprozentig eindeutig. Aber ja, ich denke mal, wir leben heute in einer Welt, in der jeder sein Leben leben kann und das ist doch prima. Also wollen Sie sich nicht auf eine Zahl festlegen? Nö. Okay. Können Männer denn Ihrer Meinung nach Kinder kriegen? Naja, das ist ja jetzt die Frage, wie man Mann definiert. Naja, die Biologie gibt es vor. Ja, ja, gut. Nee, ich meine, das geht ja so biologisch nicht. X- und Y-Chromosomen würde einen Mann ausmachen. Könnte jemand mit X- und Y-Chromosomen ein Kind gebären? Da müssen Sie einen Biologen fragen. Okay. Und... Können Männer die Mutterrolle oder Frauen die Vaterrolle übernehmen? Also ich glaube auch, da ist ja heute das Rollenbild gar nicht mehr so ausgeprägt, wie das früher mal war, der Vater, der arbeiten gegangen ist und die Frau, die zu Hause geblieben ist. Also, ich meine so generell auf den Erziehungsaspekt bezogen, wenn wir jetzt den Teenager nehmen, ob Mädchen oder Junge, sei mal erstmal außen vor gelassen. Die haben ja spezielle Bedürfnisse, Wünsche und brauchen halt auch von einem gewissen Geschlecht dann nochmal so einen gewissen Rat. Könnte eine Frau einen 15-Jährigen sagen, Junge, so und so kommst du heute Abend zum Stich? Ich weiß nicht, ob das viele Männer sagen können. Und jetzt ist auch gut. Ja, alles klar, danke. Danke. Darf ich Sie mal ganz direkt fragen, wie viele Geschlechter es gibt? Unendlich. Unendlich, das ist aber, viel. Das ist aber viel. Mehr als wir denken. Wollen Sie auf keine Zahl festlegen? Unendlich. Nö. Ist sehr hoch. Soll doch jeder machen, was er will, oder? Okay. Ja, ja, klar, finde ich auch so. So sehe ich das. Mich stört zum Beispiel die politische Agenda, die darum gemacht wird, mit dem Selbstbestimmungsgesetz und so weiter und so fort. Ich bin Jahrgang 61 und ich bin aufgewachsen damit. Soll jeder machen, was er will und lieben, wen er will. Ja, ja, da bin ich auch ganz bei dir. Von daher. Können Männer Kinder kriegen? Ja, wird schwierig. Adoptieren. Klar, aber so gebären meine ich jetzt. Wird schwierig, sag ich doch. Also, gibt es aber. Ich weiß nicht, wäre ein medizinisches Wunder. Nö, wäre es ein medizinisches Wunder, aber es gibt ja genug Operierte. Ja, sind die dann Männer? Von Frau zu Mann. Ja, aber sind die dann Männer? Menschen. Ja, also... Menschen. Ja. Und könnten Männer die Mutterrolle oder Frauen die Vaterrolle übernehmen? Eltern. Ja, klar, wenn es um die Liebe geht, aber so speziell den heranwachsenden Teenager, könnte eine Frau den auf sein erstes Date vorbereiten, besser als vielleicht der Vater? Ich denke mal, eine Vaterperson sollte immer dabei sein, ja. Eine männliche Person. Also der Ausgleich. Könnte ein guter Freund sein. So ein Yin und Yang, dass das Kind beide Einflüsse bekommt. Genau. Super, genau. Dank dir. Gerne.
Wie viele Geschlechter gibt es deiner Meinung nach? Was denkst du? Vier. Vier. Das wären? Weiblich, männlich, divers und eins gibt es noch, das kommen wir aber nicht drauf. Das ist eben, die wissen nicht genau, was sie sind, glaube ich. Okay. Ja. Und könnten Männer Kinder kriegen? Was denkst du? Das glaube ich nicht, nein. Weil da die biologischen Fakten gegen sprechen oder warum glaubst du das? Ja, genau, weil da die, keine Ahnung, Gebärmutter fehlt. Das hast du schön formuliert. Könnten denn Männer die Mutterrolle und Frauen die Vaterrolle übernehmen? Ja, das auf jeden Fall, ja. Auch ohne, dass es dem Heranwachsenden vielleicht an einem männlichen Leitbild fehlt oder an einem weiblichen, je nachdem? Ja, das denke ich, ja. Okay, das ja, war's schon. Ich danke dir. Danke. Wie viele Geschlechter gibt es? Einige. Soll jeder machen, was er will, jeder sich fühlen, wie er will, fertig. Ja, bin ich ganz bei dir. Können Männer Kinder kriegen? Keine Ahnung. In der heutigen Zeit ist doch alles möglich, oder nicht? Also rein biologisch jetzt? Wahrscheinlich nicht. Gut. Und was denkst du, können Männer die Mutterrolle ausführen und Frauen die Vaterrolle? Naja, sicher. Ich meine, ich bin auch nur mit Mutter aufgewachsen und ich bin jetzt auch nicht sonst wie böse geworden. Man muss bedenken, heutzutage ist alles möglich und zwei Frauen oder zwei Männer, die können genauso elterliche Rolle spielen wie alle anderen auch. Also ich bin auch mit quasi nur der Mutter groß geworden. Zwar war da noch der Stiefvater, der Bezug war jetzt aber nicht so rosig wie vielleicht zum leiblichen Vater. Daher hat es dann in der Pubertät schon an einem männlichen Leitbild oder Ideengeber gefehlt, wenn ich es mal so sagen darf. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. So. Nee. So, wie kommst du an die Mädels und so weiter? Da hat mir halt keiner Tipps gegeben. Ja, aber das braucht man auch nicht. Entweder heutzutage muss man sich auch selber viel beibringen. Wenn du das nicht selber heutzutage hinkriegst, ich meine, wenn du dich heutzutage manchmal auf Leute verlässt, bist du verloren, das ist so. Da müssen wir wirklich mal so sagen. Und ja, also ich finde zwei Eltern, die gleichgeschlechtlich sind, immerhin top. Also ich habe bisher nur Positives gehört, ich kenne auch einige mit Kindern, das läuft super. Und die Kinder sind auch super erzogen, also ich kann nicht klagen. Weißt du da zufällig, ob die, ich weiß nicht, ob die schon im Schulalter sind, die Kinder, ob sie da Mobbing erfahren deswegen? Ja, na sicher, aber nicht nur deswegen. Also du wirst heutzutage nicht nur gemobbt, weil du ein Papa und Papa hast, sondern du wirst heutzutage gemobbt, weil du zu dick bist, weil du zu dünn bist, zu groß, zu klein. Also Mobbing ist nicht unbedingt darauf bezogen, sondern du brauchst nur was Falsches, falsch aussehen und dann wirst du schon gemobbt. Also, ich würde es nicht unbedingt darauf beziehen, dass man nur deswegen unbedingt gemobbt wird. Alles klar, gut. Das war's dann auch schon. Danke dir. Schönen Tag. Viel Spaß noch. Darf ich dich kurz fragen, wie viele Geschlechter es deiner Meinung nach gibt? Mehrere. Du wolltest dich auf eine Zahl festlegen? Nee, möchte ich nicht. Danke. Okay. Und können Männer deiner Meinung nach Kinder kriegen? Männer an sich nicht, aber ein Paar als Mann schon, ne? Ja, ja klar. Also, durch Adoption dann. Ja. Aber ich meine jetzt halt biologisch durch Gebären. Würde ich sagen, nein, aber im Endeffekt durch Adoption oder durch eine Frau, die für die austrägt, schon. Also wäre es für dich auch, höre ich raus, okay, dass eine Frau die Vaterrolle und ein Mann die Mutterrolle übernimmt? Ja, natürlich. Okay, und denkst du, da würde es dann dem Kind oder dem heranwachsenden Teenager an irgendwas fehlen, vielleicht an einem Leitbild, Rollen, Vorbild oder nein, so? Nein, definitiv nicht. Alles klar, danke dir, das war's schon. Hi. Hi. Darf ich dich fragen, wie viele Geschlechter es gibt? Zwei biologische. Hört sich korrekt an. Und können Männer Kinder kriegen? Was denkst du? Biologisch gesehen nicht. Und wenn man nachhilft? Eher schwierig. Also überhaupt nicht. Nee, eher schwierig. Ja. Und könnte ein Mann die Mutterrolle und eine Frau die Vaterrolle übernehmen? Ja, das schon. Auf jeden Fall. Auch ohne, dass es vielleicht dem oder der Heranwachsenden an irgendeinem Leitbild oder Ideengeber fehlt? Ja, auf jeden Fall. Okay, das war's doch schon, danke. Wie viele Geschlechter es gibt? Zu viele. Zu viele. Fällt dir keine Zahl ein? Nein. Okay. Und können Männer, hier riecht's lecker, na ganja, können Männer Kinder kriegen? Kommt drauf an. Wenn sie trans sind, definitiv. Gleich mit Ärgergeschmack? Ja. Wenn sie was? Wenn sie was sind? Wenn sie trans sind. Sind es dann Männer? Ja. Okay. Weil eine Frau sich als Mann identifiziert und das ist für mich trotzdem Männer. Also, aber sie können ja trotzdem schwanger werden und können trotzdem einen Kinderwunsch haben, der erfüllt werden kann.
Ja, gut. Es ist so unpassend, gefilmt zu werden, wenn ich ein Bier und eine Zigarette mache. Das Bier blenden wir aus, die Zigarette darf bleiben. Denkst du denn, Männer könnten die Mutterrolle oder Frauen die Vaterrolle übernehmen? Beide können jede Rolle übernehmen, egal ob zwei Mütter, egal ob zwei Väter, beide können alles übernehmen. Mhm. Und ich glaube sogar, dass ein Kind viel besser aufwächst in einer gleichgeschlechtlichen Familie als diese Streitereien oder sonst irgendwas. Du meinst Streitereien zwischen Mutter und Vater, weil jede zweite Ehe heutzutage durchschnittlich geschieden wird? Genau das. Aber das passiert ja auch bei Gleichgeschlechtlichen, dass die vielleicht ein Kind adoptieren und wenn das Kind 6, 7 ist oder jünger, dass die sagen, passt irgendwie doch nicht, wir gehen getrennte Wege. Das wird heutzutage immer wieder passieren. Und heutzutage sind wir leider in einer Wegwerfgesellschaft, was sehr schade geworden ist, aber was sollen wir machen? Nein, ja. Die Welt im Wandel, ne? Danke trotzdem, ne? Ciao. Hi. Darf ich dich mal fragen, wie viele Geschlechter es gibt? Was denkst du? 4. 4. Das wären? Zum Beispiel hetero, also du meinst jetzt Männer, also du meinst jetzt Geschlechter, so, ja genau, nicht sexuelle Ausrichtung. Transsexuell, wenn ich sagen darf so. Ja, klar. Ja, halt normal Männer, Frauen und 3 eigentlich. Ja, 3. 3, okay. Stimmt das nicht? Oder wie viele gibt's? Meiner Meinung nach sind es 2, Männer und Frauen. Über das Dritte könnte man dann streiten, ob man das in Anführungszeichen anerkennen möchte oder nicht. Ja, ich habe mich schon nie damit auseinandergesetzt. Deswegen, ja, man hört das halt immer, deswegen denkt man halt 3. Aber wenn du sagst 2, dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Und können Männer Kinder kriegen? Was denkst du? Ich glaube ja. Also gebären? Ich glaube ja. Wenn man sich operieren lässt, glaube ich schon. Ja, dann ist man ja... Also du meinst, wenn eine Frau sich zu einem Mann operieren lässt oder und quasi die Organe für die Geburt die Hormone, hat? Glaube ich auch. Und können Männer die Frauen Mutterrolle und Frauen die Vaterrolle übernehmen? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich habe mich halt noch nie groß auseinandergesetzt, deswegen kann ich das leider nicht sagen. Alles klar, danke dir. Bitte schön. So, hier vor dem Kölner Dom wird es mal Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Wir haben Antworten gehört, die aus dem letzten Video getoppt haben. Wir erinnern uns alle an das kleine Mädchen, das sagte, es gäbe 9 Milliarden Geschlechter. 9 Billion. Heute wurde gesagt, es gäbe unendlich viele Geschlechter und das sogar mehrfach. Dabei kann die Biologie ja, wie wir im letzten Video gesehen haben, relativ einfach sein. 2 Chromosomen, 2 Geschlechter. 2 Chromosomen, 2 Geschlechter. Doch wir wollen hier niemanden angreifen, der sich hier auf dieser Veranstaltung befindet. Hi, sprichst du Deutsch? Ja, ein bisschen. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, warum nicht? Wie viele Geschlechter gibt es? Was denkst du? Schwester? Geschlechter, Genders. Genders, also 2. 2, also Mann und Frau. Mann und Frau. Ganz einfach, ne? Ah, nee, es gibt viele, verschiedene. Okay. Ja, es gibt, also schwul. Ist ja kein Geschlecht, ist eine sexuelle Ausrichtung. Achso, okay. Es geht Mann und Frau, ja. Okay. Genau. Und können Männer Kinder kriegen? Ja. Ja. Ja? Ja. Und kann ein Mann die Mutterrolle und eine Frau die Vaterrolle übernehmen? Was denkst du? Ja, das ist meine Meinung. Okay. Kann man beides machen. Alles klar, danke. Gerne. Viel Spaß noch. Darf ich dich mal fragen, wie viele Geschlechter es gibt? Wie viele was? Wie viele Geschlechter es gibt? Nein, kann ich gerade jetzt nicht. Okay. 4, 5. Und denkst du, Männer können Kinder kriegen? Nein, aber Männer können Kinder adoptieren. Ja, klar. Von der Geburt ist jetzt halt die Rede. Sagst du nein? Nein. Okay. Würde ich sagen. Und können Männer die Mutterrolle und Frauen die Vaterrolle übernehmen? Männer die Mutterrolle und Frauen die Vaterrolle. Ja, das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall durchaus machbar. Mhm. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, 25. 25. Wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst nochmal 15 und nur die Mama wäre da. Könnt ihr das genauso ausfüllen und ausführen wie dein Papa? Also Tipps für erste Dates oder generell sich nicht unterkriegen zu lassen im Leben? Ich denke schon, ja. Alles klar, danke. Ja, gerne. Hallo, einmal sitzen. Spaß. Sorry. Wie viele Geschlechter gibt es? Was denkst du? Für mich gibt es nur 2. Okay. Und was hast du? Ja, 3 bis 4 auf jeden Fall. 3 bis 4, okay. Könnten Männer Kinder kriegen? Du sagst nein? Nein. Nein, okay. Weil?
Ja, uns fehlt das gewisse Teil dafür. Also die biologischen Fakten sprechen einfach dagegen. Außer es gibt den Transmann, der vorher eine Frau gewesen ist und die weiblichen Geschlechtsteile gelassen hat. Dann funktioniert das Ganze. Ja, wenn man dann sagt, das ist ein Mann, genau. Können Männer die Mutterrolle und Frauen die Vaterrolle übernehmen? Was denkst du? Ja, klar. Warum nicht? Hm. Wie viele alleinerziehende Eltern gibt es? Ja, ja, klar. Väter und Mütter. Ja. Von daher auf jeden Fall. Alles klar, danke euch. Bitte. Ciao. In der Mitte. Hi, darf ich dir eine Frage stellen? Natürlich. Wie viele Geschlechter gibt es? Gott. Mehr als genug. Mehr als genug. Auf eine Zahl wolltest du dich nicht festlegen? Weil jeder selber entscheiden, wie viele es gibt. Ja, ja klar, jedem das seine. Denkst du, Männer könnten Kinder kriegen? Nein. Geht anatomisch nicht, biologisch nicht. Ja, bin ich ganz bei dir. Und denkst du, eine Frau kann die Vaterrolle oder ein Mann die Mutterrolle übernehmen? Ich finde, eine Elternrolle ist nicht geschlechterspezifisch. Mhm. Also könnte auch eine alleinerziehende Frau oder meinetwegen in einer lesbischen Beziehung befindlichen Frau eine davon sagen, ich nehme den Sohn jetzt mit zum Boxen? Ja. Ist aber genauso passiert. Meine echt? Mutter war alleinerziehend und hat mir quasi diese ganzen männerspezifischen Sachen beigebracht. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja dann ein Einhorn, aber jetzt kennst du ein Einhorn. Ja. Super. Das war's auch schon, danke. Gerne. Was denkst du, wie viele Geschlechter es gibt? Oh mein Gott, viele, ja. Auf eine Zahl festlegen willst du dich nicht? It's English, please. You don't want to count a number? I don't want to, yeah. Okay. We cannot count that. Okay. I don't think it's easy to defy, yeah. Weitermachen in Deutsch oder in Englisch? Englisch? What do you think, how many, ne, hatten wir ja schon. Do you think men are able to born children? Yes, why not? Because of the biological effects, they don't have a uterus. Yeah, but we have like the technology to help that, then I think in the future anyone could be decided to born children. Okay. Yeah, but I don't know. Yeah. Yeah, we will see. Mm. And do you think men are able to roll the mom and women are able to roll the dad? Could be both. Could be both. Okay. Thanks. Yeah. Bye. Thank you. Wie viele Geschlechter gibt es? Zwei. Zwei. Ja. Okay. Und ja. Können Männer Kinder kriegen? Alles möglich. Auf jeden Fall. Okay. Und könnten Männer die Mutterrolle oder Frauen die Vaterrolle übernehmen? Auf jeden Fall. Mhm. Klar. Ohne dass es irgendwas fehlt, irgendwas auf der Strecke bleibt, das Yin und das Yang nicht vorhanden ist sozusagen? Ich glaube, das hat damit alles nichts zu tun. Nein. Alles klar, danke dir. Es passt, was passt. Gut. Viel Spaß noch. Euch auch. Danke. So, das war's von uns für heute hier auf dem Christopher Street Day in Köln. Wir haben viele unterschiedliche Meinungen gehört und interessante Gespräche geführt. Was haltet ihr von den Antworten? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und schaut euch auch hier das Video aus der letzten Woche in Wuppertal an, in dem wir dieselben Fragen gestellt haben. Vergesst außerdem nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen.